Das Zuseer-Update Mai 2021. Das Nadelöhr von Sorsum kommt. Und wirklich noch alles Banane, die Feuerloks von Klangsbühl. Die DE 2700 auf der Marschbahn. Und ja, da hat's mal richtig gebrannt. Alles jetzt auf dem Kanal vom Simosack. Ja, um uns eine kleine Orientierung von dem neuen Zuseer-Update zu geben, habe ich mir mal die Karten von OpenStreetMap ausgeliehen. Deswegen steht auch hinten drin die Lizenzbedingungen, dann darf man das, so habe ich es gelesen. Ich hoffe, das stimmt. Gucken, was da alles passiert, dürfte aber eigentlich kein Problem sein. Kurz zur Orientierung, ich hoffe, man kann die Maus einigermaßen erkennen. Wir befinden uns auf dem Weg unserer Schnellfahrstrecke von Kassel über Göttingen, den Großraum Hannover in Richtung Hamburg. So, und auf diesem Weg haben wir jetzt in dem neuen Zuseer-Update eine interessante Konstellation bei Hildesheim. Hildesheim hole ich jetzt etwas größer ins Bild. Hier sind wir jetzt schon relativ groß im Bilde, was eigentlich geschehen ist. Und zwar sehen wir hier die Stadt Hildesheim mit dem Hauptbahnhof. Hier, wo ich mit der Maus kreise, in etwa ist der Güterbahnhof. Und dieses Streckenmodul haben wir im Update gesehen. Es ist ja nicht das längste Streckenmodul, was uns in Zuse geboten wird, aber es ist immerhin der Abzweig der Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg. Also, wer von Süd nach Nord unterwegs ist und in Hildesheim aus- oder zusteigen möchte, der kommt in den Genuss dieses Abzweiges, der eigentlich ein kleiner Engpass auf dem Weg nach Norden ist, denn wir haben als Verbindung von Nord nach Süd keinen kreuzungsfreien Betrieb. Das heißt, wir haben hier eine kurze Gegengleisfahrt auf dem Weg nach Süden und natürlich auch hier auf der Schnellfahrstrecke. Und was wir uns angeschaut haben, ist die Ausfahrt Güterbahnhof Hildesheim am Ortsteil Himmelstür in Richtung Westen, Richtung Bahnhof Emmerke. Ja, das ist also nur kurz zur Orientierung hier nochmal für euch gesagt. Ich ziehe die Karte nochmal ein bisschen größer, um den Überblick zu haben. Da haben wir Hannover und auf unserer Strecke Richtung Norden auch entsprechend Uelzen, Lüneburg und dann geht es auch Richtung Hamburg. Und da klafft halt eben noch eine Lücke in Zuse, bis wir da durchrauschen können. Und ein Baustein hat es halt eben gegeben hier jetzt im Update neu bei Hildesheim. Ich gucke mal, was dann alles noch geht. Ich weiß nicht, ob es Fahrpläne gibt bereits, die diesen Abzweig nutzen, müssen wir mal angucken. Aber eine spannende Geschichte, wie ich finde, in Zuse 3, denn da geht es ordentlich voran auf der Schnellfahrstrecke hier über den Schlenker Hildesheim. Dann geht es wohl weitergehen über Lehrte und bei Celle wieder in das gewohnte Netz münden. Schauen wir uns das alles in der Zukunft auch auf diesem Kanal an. So, da verlassen wir den Bahnhof, den Güterbahnhof Hildesheim in westlicher Richtung mit unserer 185 und korrigiert mich, schreibt es mir in die Kommentare. Das muss das neue Stück sein, das mit dem Mai-Update gekommen ist. Ich kannte es so noch nicht. Die Dateien weisen auch darauf hin. Ich fahre hier im Automatikmodus, damit wir uns das in der Außenansicht einmal anschauen können. Wie ich finde, ist das eigentlich etwas, was ja zu kurz kommt bei der Simulation, dass sich da mal anzuschauen, was für uns hier gebaut worden ist, welche Mühe, welche Arbeit mal wieder in diesen Modulen drinsteckt. Wenn wir uns aus dem Führerstand betrachten, konzentrieren wir uns natürlich auf die Strecke. Im Prinzip bräuchten wir dafür ja nicht mal als Landschaft oder irgendwas anderes. Da würde es ja rein eigentlich ums Gleis und die Signalisierung gehen. Aber die Gestaltung erst ist ja das Salz in der Suppe der Simulation. Und ich muss sagen, hier ist wieder ganze Arbeit geleistet worden. Und der Autor, der auch eines Urgesteine hier in der Zuse-Welt ist, hat auch da vor einigen Monaten einen Videoclip gemacht mit einer Ankündigung. Es ist in der Tat jetzt nicht das längste Stück, aber es ist sicherlich eines der wichtigen Stücke auf der Verbindung, wie ich das gerade in der Karte gezeigt hatte, auf den Schnellfahrstrecken von Süd nach Nord. Für uns bedeutet das, dass wir irgendwann wirklich ein ICE von Kassel durchgehend
bis Hamburg fahren können. Und das Nadelöhr von Hildesheim ist deswegen ein Nadelöhr. Erstmal ganz kurz hier, toll das Viadukt. Wann kriegen wir das so zu sehen, wenn wir es nicht in der Außenansicht uns anschauen? Auf das Nadelöhr komme ich gleich zu sprechen. Hier geht es jetzt erstmal einfach um das, was hier gestaltet worden ist und was wir sonst aus dem Führerstand heraus nicht so schön und so gut wahrnehmen können. Wie ich das so verstanden habe, fahren wir hier parallel zur Bundesstraße 1. Kein langes Stück, wie gesagt, sondern es geht hier einfach um die Nord-Süd-Verbindung und die Kreuzung der Nord-Süd-Verbindung mit einem Abzweig, der ein gewisser Engpass ist. Denn, das schauen wir uns gleich an, das ist alles eingleisig ausgelegt. Also das ist nicht ganz so easy, flottig durchzufahren, sondern die Züge, die Hildesheim dann von der Schnellfahrstrecke aus anfahren, müssen entsprechend im Gegengleis fahren, ganz speziell in der Nord-Süd-Richtung. Wir sind jetzt zwar nicht auf der Abzweigstrecke, sondern wir fahren hier sozusagen Richtung Hannover und zum derzeitigen Streckenende. Das heißt, irgendwann einmal vor dem Abzweig müssen wir uns das anschauen. Ja, in dieser Situation, Kilometer 43,8, das Haus, was am Bahnübergang stand, wollte der Autor, so hat er es in seinem Video geschrieben, persönlich per Fotoapparat ins Visier nehmen, um es nachzubauen. Es sei geschiefert gewesen und als er dann angekommen ist, so sagt er in seinem Video, lag noch ein Haufen Schutt da. Also ist das Gebäude wohl aus dem Portfolio hingestellt worden mit einer großen Ähnlichkeit. Das ist die Liebe zum Detail, das sind die Beschreibungen, die ich in diesen Clips so mag. Auch dieser Bahnübergang ist dort beschrieben worden. Wir gucken uns den Bauzustand an, ungefähr 2004. Die Strecke sieht heute ein bisschen anders aus. Da hat sich einiges verändert, gerade in der Signalisierung. Wir fahren hier noch mit Formsignalen und Lichtsignalen. Heute ist das rationalisiert und modernisiert, also so nicht mehr in Betrieb. Aber im Bauzustand von 2004 war halt eben die Situation genau noch, wie es hier beschrieben ist. Und da ist der Abzweig. Hier wäre die Weichenlage gewesen, um in das Gegengleis zu kommen. Und wenn ihr nach links schaut, das, was da abzweigt, geht zur Schnellfahrstrecke von Würzburg nach Hamburg, die wir ja schon teilweise befahren können. Linke Hand würden wir Richtung Süden einschlagen, rechte Hand Richtung Norden. Und jetzt überqueren wir gleich mit unserem Zug diese Schnellfahrstrecke, deren Verlauf wir ja von Celle bis Lüneburg kennen. Wir kennen auch die Abschnitte Kassel und Göttingen. Aber wie gesagt, da klafft noch eine Lücke, das Nadelöhr von Hildesheim. Und dieses Modul ist jetzt wohl fertig und wir dürfen sehr gespannt sein, wie es dann weitergeht. Ich bin darauf gespannt, wann wir das erste Mal wirklich durchziehen können. Also ein ICE von Kassel über Göttingen, Hildesheim, Lehrte, Uelzen, Lüneburg Richtung Hamburg. Da freue ich mich schon riesig drauf. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, dieses Nadelöhr, wenn die Züge über Hildesheim geführt werden. So, gleich kommen wir auch schon zur Überquerung der Schnellfahrstrecke. Bisher sahen wir ja nur den Abzweig. Und dann ist auch schon gleich hier das Streckenende erreicht von diesem Modul. Ich kann noch mal auf die Webseite hinweisen, zusee.sk.eu. Dort wird der Streckenplan ja einigermaßen aktualisiert dargestellt. Dort könnt ihr sehen, welche Bauvorhaben es gibt, wie weit sie vorangeschritten sind. Hier ist das Brückenbauwerk. Wir überqueren jetzt hier die Schnellfahrstrecke Kassel, Göttingen, Hannover Richtung Hamburg. Da werden wir wohl eines Tages auch langfegen dürfen mit unseren ICs und ICEs. Ja, und wie hört es schon, Geräusch schon, die 185 öffnet die Luftventile. Wir gehen in den Bremsanflug auf unser Signal am Streckenende. Damit endet aber das Video nicht, sondern wir werden jetzt gleich nochmal uns auf der Marschbahn umsehen müssen. Denn im Update von Mai 2021
gab es ja bekanntermaßen noch ein bisschen mehr. Da gibt es eine neue Diesellokomotive und die hat eine sehr interessante Geschichte, diese Diesellokomotive. Sie war in Norwegen nicht gewünscht, sie war als untauglich eingestuft. Sie kam zur Marschbahn und an der Marschbahn ist auch so einiges passiert. Stichwort Generatorenbrand und Feuer. Das kommt jetzt im zweiten Teil unseres Vorstellungsvideos. Bis gleich. Das zweite Willkommen in diesem Video von der Marschbahn und zwar ganz genau im Fahrplan DPF 91616. Die Fahrplandateien zu sie stammt vom 1. März 2021. Ich habe sie entdeckt mit dem Update, was im Mai erschienen ist. Ja, und wir haben vor uns die 1992 von der Norwegischen Staatsbahn bestellte Diesellokomotive D2700, gebaut, wie gesagt, MAK in Kiel. 1997 kam es dann zur Auslieferung nach Norwegen und der Einsatz war vorgesehen zwischen Trondheim und Bode von diesen Lokomotiven. Alles Banane übrigens, weil ihr gerade gesehen habt, im Cockpit liegt eine Banane rum. Ich mag keine Bananen, offenbare ich jetzt gerade mal hier. Wenn ich da im Führerstand sitze, habe ich immer so einen Bananengeruch in der Nase. Liebe Entwickler, entweder ihr macht die Banane optional oder sie muss aus dem Führerstand raus. Sonst wird das definitiv nicht meine Lieblingslok auf der Marschbahn. Aber die Lokomotive ist nicht ganz, sagen wir mal, ohne Kritik durch ihr Leben gegangen. Es gab in Norwegen nämlich einfach schlicht und ergreifend derartig harte klimatische Bedingungen, dass die norwegischen Staatsbahnen die Maschinen gar nicht mehr haben wollten und sie im Grunde genommen als unbrauchbar 1999 deklariert haben und an den Hersteller Siemens zurückgegeben haben. Ja, und damit kamen die Maschinen 2004 nach Deutschland zurück, zur Marschbahn, zur Nord-Ostsee-Bahn. Wir haben hier übrigens dieses Layout in der Ostsee-Bahn, nennt sich Kult. Es gibt auch noch ein Layout in Weiß. Ich habe mich hier für das Layout Kult entschieden. Und ja, die Maschinen haben eigentlich beeindruckende Daten. Sie haben einen gewissen Vorgänger, die MAK DI 2024. Unsere Nummerierung bei der Nordostseebahn ist eine andere, als sie ursprünglich vorgesehen war. Drei Antriebsachsen pro Drehgestell, eine Länge Puffer von 20,96 Meter, 119 Tonnen Leermasse, 122,2 Tonnen Dienstgewicht, Höchstgeschwindigkeit 160 Stundenkilometer. Sage und schreibe, installierte Leistung 2650 Kilowatt. Der Motorentyp ist MAK 12M 282, ein V12 Diesel mit einer irren großen Hubraum, der bei den Anliegern der Marschbahn tatsächlich aufgrund seiner Lärmbelästigung für, sagen wir mal, Irritation gesorgt hat. Also die waren dann doch wohl eher an die Motorengeräusche einer guten alten 218 gewohnt. Da wurde aber viel nachgebessert, sodass die Beschwerden der Anwohner entsprechend zurückgenommen worden sind. Ja, dann kam es nochmal zu einem Zwischenfall im Bahnhof Klangsbühl. Das muss gewesen sein, soweit ich gelesen habe, im Jahr 2006. Generatorenbrand, Großbrand im Bahnhof Klangsbühl. Also wie ihr seht, diese Maschine war nicht ganz so unproblematisch unterwegs. Manchmal wundern wir uns ja, warum wir noch immer die alten Grundbaumuster der V160, wenn auch mit neuen Motoren und immer wieder etwas modernisiert sehen. Die Dieselelektrik hat tatsächlich bei der Deutschen Bahn einen schweren Start gehabt. Es gibt nichts mehr anderes. Die Neubauten sind dieselelektrische. Das liegt ja auch jetzt schon mittlerweile ein paar Jahre zurück, ist nicht mehr aktuell. Aber jedenfalls ist das gut nachlesbar, was dieser Lokomotive an Schicksal
geblieben ist. Neu im Susi-Update 2021 für Mai. Und damit geht dieses kleine Vorstellungsvideo eigentlich auch schon zu Ende. Lasst dem Simosack ein Like da, drückt ihm das Abo mit Glocke rein. Das Like ist ganz gut für unser Ranking. Eure Kommentare sind herzlich erwünscht, einfach drunter schreiben. Und ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Simosack.